Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video würde ich gerne etwas mit euch teilen, und zwar ich habe nämlich auf Facebook so einen Post gemacht, ein Bild von einem Haselnussbaum mit diesen vielen Kätzchen, diesen Blüten, männlichen Blüten, und diese Blüten sind nämlich sehr, sehr gut für die natürliche Entwurmung bei den Pferden, beziehungsweise die Pferde suchen sich diese Pflanzen und diese Blüten, wenn sie selbst entwurmen wollen. Das werden wir bei den bosnischen Wildpferden beobachten können. Da gibt es ja jedes Jahr ab und zu mal verwurmte Pferde, wenige, aber ein paar gibt es ja immer, wo wir beobachten können, was die Pferde dann in der Natur tun, weil dort gibt es keine chemische Entwurmung zum Glück. Wir können nämlich beobachten, was Tiere mit ihren intakten Essinstinkten wählen werden von ganz alleine. Und das ist nämlich toll, weil wir das unseren Pferden auch anbieten können. Und nun kam so ein kritischer Kommentar, und das zeige ich jetzt hier auch für euch. Und ich kann die Sorge sehr, sehr gut verstehen. Das ist auch meine Sorge. Ich bin die Erste, die für die Natur sich einsetzt und möchte, dass Artenvielfalt sowohl in Flora als auch in Fauna besteht und erhalten bleibt und noch vielleicht ausgeweitet wird. Und deshalb habe ich gedacht, wir können daraus wirklich eine Aktion machen, weil in Academy Liberty sind ja sehr viele eigentlich Großgrundbesitzer. Ja, wir haben Höfe mit vielen Hektar Land, und Pferdehalter sind ja auch dort, die sehr umweltbewusst sind, die sehr sich dafür engagieren, dass ihre Tiere natürlich leben können, dass wir gute Flächen haben, wo die Pferde eine Vielfalt an Nahrung auch finden würden, und diese Büsche und Bäume sind ja natürlich auch Nahrung für Insekten und für Vögel. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, so ein intaktes Ökosystem herzustellen. Im Buch ist das im Übrigen auch beschrieben. Also wir in Academia Liberty tun ja sehr viel dafür. Und wieso nicht daraus eine größere Aktion machen, wo wir alle etwas tun können? Und zwar zeige ich euch hier auch meinen Hof. Ich habe sehr, sehr viele Bäume und Büsche und Pflanzen gepflanzt, generell für die Pferde und auch für andere Arten. Und zeige ich euch hier nur ein Foto, wie das aussieht, wie der Unterschied ist, ja, und dass man diesen Unterschied innerhalb von ein paar Jahren wirklich enorm sehen kann. Und natürlich jedes Jahr pflanzen wir neue Bäume, neue Büsche. Es ist so schade, dass so viele Pferdekoppel einfach kahl sind. Das ist kein Ökosystem da, da wachsen keine guten Gräser dort. Das ist alles zerstört, was Natur ist. Und ich würde mir wünschen, dass diese Weiden und diese Koppel für die Pferde aufblühen. Also wieso starten wir nicht eine gute Aktion und pflanzen alle dieses Jahr, so wie wir können, Bäume und Büsche für die Pferde und dementsprechend auch natürlich für Insekten und für Vögel. Ja, damit tun wir sehr, sehr gute Sachen für den Planeten, für unsere Pferde, für alle. Wir erfreuen uns natürlich auch an diesen Pflanzen und Bäumen, sehen zu, wie sie wachsen. Jeder kann das machen. Vielleicht könnt ihr auch mit eurem Stallbetreiber sprechen, dass ihr so eine Aktion startet, und dann machen wir gemeinsam etwas Gutes für uns alle. Hier sind ja auch noch ein paar Beispiele aus Academy Liberty Gemeinschaft, weil es sind alle fleißig dabei, ihre Weiden schon seit Jahren aufzupäppeln und da Sachen zu pflanzen, die den Pferden zugutekommen. Man muss nicht so viele Kräuter kaufen, weil die Pferde haben es dort. Ja, und man sieht ja auch ganz genau dieses Essverhalten der Pferde. Man kann so viel daraus lernen, wenn man das beobachtet, und man kann es auch für sich nutzen. Indem man lernt, welche Inhaltsstoffe diese Pflanzen haben, kann man sie natürlich für sich selbst auch nehmen, roh essen, Tee machen, Salate machen. Man kann sehr, sehr viel von den Pferden lernen. Wollen wir alle mitmachen? Unter allen, die mitmachen, verlose ich ja auch das Buch. Also das Buch könnt ihr dann auch bekommen. Vielleicht macht ihr mit und schreibt einfach unter dieses Video,
ich mache mit und teile das Video, sodass viele Pferdehalter davon erfahren und viele mitmachen. Und vielleicht können wir alle zusammen einen guten Unterschied machen, bevor und danach mit unserem Ton. Ich bedanke mich schon mal herzlich bei euch allen und wünsche euch eine gute Zeit mit euren Pferden. Alles Beste, bis zum nächsten Mal.